was gerade willkommen zu einem neuen Video, wieder mal Telonym. Und wir haben, oder ich habe ordentlich Fragen gesammelt. Ich habe lange nicht mehr raufgeguckt bei Telonym, also ich weiß nicht, was da alles für Fragen drin sind. Wir machen das diesmal so, dass wir von oben nach unten anfangen, also von den neuesten zu den ältesten. Das werde ich jetzt in Zukunft immer so machen. Und ich würde einfach sagen, wir fangen an mit der ersten Frage. Denkst du über irgendwas zu viel nach? Was? Keine Ahnung. Ich denke über vieles nach, aber nicht zu viel über eine Sache so. Also die Frage ist ein bisschen schwer zu beantworten tatsächlich bei mir, aber ich denke halt über viele Sachen nach. Ja, also ich weiß nicht so. Irgendwie, es gibt nicht wirklich was, worüber ich wirklich so 24/7 jetzt nachdenke. So, da ist eigentlich nichts in meinem Head. Ja, von daher kann ich eigentlich nur sagen, ich schreibe jetzt einfach mal, ich denke über vieles nach, aber kann nicht genau sagen, über was zu viel. So, ich denke über vieles nach, aber, ja, genau, Digga, aber nicht zu, ja, nicht zu. Manchmal auch so, der Sohn, ja. Also, ach, scheiße. Das ist wieder dieser komische Bug, ne? Ja, ganze. Ich muss jedes Mal die Seite einmal reloaden. Boah, das fuckt mich auch, Alter. Diese Seite nie übersetzen. So. Wärst du gerne in einem anderen Jahrzehnt auf die Welt gekommen? In welchem? Was ist damit gemeint? Jahrzehnt? Also sowas wie 2000, weiß ich nicht, 9, 8 und sowas wahrscheinlich, ne? Schätze ich mal. Also dann würde ich tatsächlich schon sagen, eher, weiß ich nicht, 2000. Also ich wäre gerne so zukunftsmäßig geboren, so keine Ahnung, so 2037 zum Beispiel. Das wäre cool gewesen, aber ich bin 2006, deswegen, ich würde jetzt einfach mal sagen 2003 oder so vielleicht. Einfach mal auf chillig, zu gucken, was da so abgeht in dem Jahr. Wenn du zu Hause ankommst, was machst du, bevor du alle startest, PC anmachen? Ich mache nichts vorher, Digga. Ich komme nach Hause, mach mal PC an, raus. Nach der Trennung immer noch Kontakt zum Ex, Meinung. Habe ich auch, also von daher. Ich habe auch noch Kontakt zu meiner Ex-Freundin, also von daher juckt mich das gar nicht, Digga. Weil ich bin mit der sogar noch befreundet, Digga. Grüße ihn raus. Ja, also ich meine jetzt so meinungsmäßig, ich habe da keine Meinung zu, so, weil ich weiß selber, wie das ist, aber an sich chillig, Digga. Chillig. Ich schreibe jetzt einfach jedem das seine, so. Ergibt das Sinn, wenn ich das schreibe? Weiß ich nicht, juckt mich auch nicht. Ja. Was sind so Dating-Fehler, die Leute machen? Oder erstes Date im Kino, Bruder. Erstes Date im Kino. Das ist der schlimmste Fehler, den du machen kannst. Wallah, Wille. Warte, was laber ich eigentlich davon, Digga? Stalkst du dein Date, bevor ihr euch trefft? Irgendwie so krass nicht, ne? Krass nicht. Digga, von so Stalking halte ich sowieso nichts, Digga. Das ist eher so, finde ich, komplett abstoßend, Digga. Ich kenne. Was machst du, wenn du mit deinem Partner zu Hause chillst, aber deine Freunde mit dir raus wollen? Ja, da verpisst euch. Digga, ich sag einfach offen und ehrlich, ich habe keine Zeit. Freunden ist bei mir, Digga. Hä? Keen, genau. Keine. Zeit habe. Ja, genau. Alter. Ey, ich kann nicht mehr schreiben heute, ne? Geht gar nichts, Digga. Weil es ist gerade, ihr seht das gar nicht, wie spät das ist, weil ich auf Fullscreen habe. Das ist gerade 7.40 Uhr, ja? Es ist 20 vor 8 am Morgen, ja? Ich kann nicht mehr online. Weil. Ja, so, ich mache jetzt mal in Anführungszeichen
Ich habe das jetzt in Anführungszeichen gemacht, um zu signalisieren, dass ich das dann so meine, aber konntest du in letzter Zeit mal so richtig loslassen, wann und wieso? Ich verstehe die Frage nicht, deswegen keine Ahnung, was mich die Person damit fragen will. Ja, was laufe ich? Also ich schreibe jetzt, ich kapiere die Frage nicht so ganz, weil irgendwie. Gerne erläutern, ja. Deine Meinung zu jemandem, der sich nur traut, anonym zu schreiben. Seine Meinung. Seine Entscheidung, bin ich offen und ehrlich, Digga. Weil ich schreibe nie anonym. Ich schreibe direkt offen, klar, hier. Wer bist du? Ja, mit vollem Namen oder kompletter Telefonnummer. Nein, krass, ich meine, Telefonnummer lasse ich immer aus dem Spiel. Außer die Person habe ich nicht eingespeichert. Dann kann ich nichts dafür. Ich weiß auch gar nicht, wie das geht, Digga, anonym schreiben. Ich weiß gar nicht, wie das ist. Also, ich weiß gar nicht, wie das gehen soll. Bei SMS oder WhatsApp, Digga. Ich weiß gar nicht, wie das geht. Habe ich noch nie ausprobiert. Von daher, ich kann da nicht wirklich zu was sagen und zu was, ne? Aber, ja. Angenommen, du könntest eine Sache vergrößern. Was würdest du nehmen? Eine Sache vergrößern? Digga, ganz ehrlich, Digga, ich habe nämlich aus meiner Lieblingsserie Supernatural, habe ich dieses Auto aus der Serie, diesen Impala. Digga, den würde ich vergrößern und damit rumcruisen, Digga. Ich sag euch ehrlich. Ja, was zum Teufel? Ganz ehrlich, Digga. Das ist die geilste Sache, Digga. Was vor allem ist zu deiner Familie? Gar nichts, Digga. Absolut gar nichts, Digga. Was kann man tun, wenn man von der Person, die man mag, ignoriert wird? Bruder, woher kenne ich das? Keine Ahnung, Digga. Scheiße, keine Ahnung. Digga, das ist auch wieder so eine Frage, wo ich keine richtige Antwort drauf habe, Digga. Weil das einfach, weiß ich nicht. Das ist nicht so meine Fragvorstellung. Heißt das Fragvorstellung? Scheiß drauf, Digga, keine Ahnung. Ja, das ist dann wieder so eine Frage, wo ich halt keine wirkliche Antwort drauf habe. Oder und nie haben werde, so. Ganz ehrlich, so. Keine Ahnung. I'm sorry. Digga, kein Plan, Digga. Wirklich. Möchte deine Familie bisher, wenn du was? Möchte deine Familie bisher, wenn du gedatet hast, Gründe? Was? Was? Ich kapiere die Frage nicht. Egal, ich kapiere auch diese Frage nicht, ne? Schicken dir hier Leute viele Tells. Es geht. Aber ten. Könnten gerne mehr sein, bin ich ehrlich. Was magst du vom Aussehen her gerne bei jemandem, den du datest? Bruder, was sind das für Fragen heute? Was sind das für Fragen, bitte? Ich habe mich jetzt komplett auseinandergenommen, diese Frage. Okay, mein Mikrofon läuft noch, Digga. Ich dachte gerade, das läuft nicht mehr. Ja, Digga. Ey, ganz ehrlich, das sind wieder so Fragen, wo ich echt keine Antwort drauf habe, weil ich nicht weiß, wie man darauf am besten antwortet. Kann kurz laut werden, aber auch nur, weil ich das Mikrofon nochmal anders hinstellen muss. So. So, da, da. Ja, genau, jetzt passt das besser. Ja, keine Ahnung, Digga. Ganz ehrlich, ich achte nicht mal wirklich auf Aussehen, so.
Was ist das Beste am Familienleben für dich? Einzelkind sein, Digga. Einzelkind sein ist das Geilste, was man überhaupt haben kann. Du kannst eine Sache aussuchen, die du direkt perfekt kannst. Was würdest du nehmen? Boah! Okay, das ist schon eine etwas bessere Frage zu den ganzen anderen Fragen gefühlt. Wenn ich eine Sache aussuchen könnte, die ich dann sofort direkt kann. Boah, Digga! Digga! Ey, keine Ahnung! Also, mir fallen da viele Dinge ein, so, aber I don't know, Digga. Mir fällt jetzt nichts ein, wo ich sagen würde, ja, das würde ich direkt nehmen, so. Also, an sich fällt mir da jetzt nichts ein, so. Von daher ist das halt ein bisschen schwieriger, jetzt gerade zu beantworten. Aber ja, keine Ahnung, Alter. Ja, weiß nicht, Digga. Ich würde jetzt einfach jetzt mal sagen, schnell rennen, würde ich jetzt einfach mal sagen. I don't know, also würde ich jetzt einfach mal so sagen. Gerade dafür, wenn ich das Single sein verbessere, aber mein Freund liebe, Bruder, keine Ahnung, Digga. Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, Digga. Ich habe wirklich keine Ahnung bei sowas. Also, da fragt ihr wirklich die falschen Leute. Ja, da müsst ihr nicht mich fragen. Fragt da, weiß ich nicht, jemand anderen. Ja, kein Plan, Digga. Bei sowas weiß ich halt nie eine Antwort, ne? Das ist halt das Problem so. Was ist das Wichtigste? Was ist für dich das Wichtigste auf dieser Welt? Digga, ich hab grad gelesen, was ist das Wichtigste auf der Welt, Digga. Ja, moin. Ja, moin. Meine Freunde und meine Familie. Hä? Safe. Scheiß mal auf Geld und alles andere, Digga. Freunde und Familie ist das Einzige, ist so. So. Wie war dein Abend gestern? Das war vor 21 Tagen. Welchen hatten wir vor 21 Tagen? Ne, gestern war chillig, Digga. Gestern war chillig. Ah, das ist auch tatsächlich die letzte Frage. Leute, ich würde sagen, das war's mit diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst dir gerne mal ein Like und ein Abo da. Ja, mehr Tolenym kommt bald auf jeden Fall auch. Und ja. Ich würde sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao.